Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Earthlock. Wir sind hier im Goblin-Lager, haben in der letzten Folge endlich den Gobkönig besiegt. Sogar gar nicht so schlecht, wie ich das mal so selbst sagen darf. Und wir suchen jetzt die kleine Begleiterin von der Ivory, und zwar die Taika. Und deswegen will ich mal mit ihr rumlaufen, obwohl ich Gnad total toll finde, wie er rumläuft. Und wir gucken uns hier einfach mal um, was wir hier so finden. Warum leckt mein Spiel gerade so? Das hat es doch noch nie gemacht. Muss ich gleich mal gucken. Vielleicht liegt es an ihr. Laufe ich lieber mit Gnad weiter. Guck, da leckt es nicht so. Doch, das leckt auch ganz schön. Oh, was haben wir hier alles gefunden? Ich sehe nichts. Es leckt echt ganz schön doll. Muss ich gleich nach der Folge mal gucken. Woran es denn gelegen hat? Hier ist irgendwie ein Käfig. Können wir hier lang? Nee, wir kommen nicht lang. Müssen wir wohl in die Mine reingehen. So, einen kleinen Moment. Ich muss einmal raus aus dem Spiel haben, was hier gerade los ist, warum das so leckt. Ich hoffe, ich kriege das jetzt in den Griff. Earthlock hatte noch nie Schwierigkeiten gemacht. Wenn das jetzt so anfängt wie XCOM, dann streike ich. So, ich hoffe, es leckt jetzt nicht mehr. Vielleicht liegt es auch gerade an OBS. Das kann natürlich auch sein. Keine Ahnung. Ich bin nicht so der größte Technikfreak. Untersuchen. Ein rundes, radförmiges Ding fehlt hier. Okay, dann suchen wir. Jetzt geht's hier richtig los. Was sind das denn für Mega... Oder liegt es hier an dem Gebiet? Vielleicht sollte ich doch mal nochmal mit der Ivory rumlaufen. Das liegt ja jetzt nicht an ihr, dass es gerade so geleckt hat. Wir gehen einfach mal hier rein. Und ich habe die Stoppuhr nicht gestartet. Ich hoffe, es lag jetzt nur an diesem kleinen Gebietsabschnitt, dass es da so rumgeleckt hat. Hier ist wieder alles normal. Okay. Ich habe nichts gesagt. Ein Gegner, den sollten wir schaffen. Wenn wir schon den Gobkönig besiegt haben. Also, Gatling-Typ. Ich warte mal, bis wieder unsere Bindung aufgebaut ist. Dann gibt es einmal Regen für alle. Jetzt darf der kleine Gnad einmal hauen. Und hier gibt es erstmal nur die normale Lanze. Und nochmal eine Lanze. Und dann sollte er eigentlich erledigt sein. Na, reicht es schon beim Stufenausstieg beim kleinen Gnad? Nein. Fehlt noch ein bisschen was. Vielleicht sollte ihr auch mal ein bisschen häufiger mit dem... wie heißt er denn jetzt? Aemon stehlen. Huch! Da kam ja einer angerannt. Was machen wir denn mit ihm? Ach, wir hauen einmal zu. Verfehlt. Naja, gut. Wow, einen kritischen Schaden und gleich erledigt. Ein One-Hit. Sehr cool. Niemand verletzt. Hatte ich selten oder habe ich selten. Bindung erhöht bei Gnad und Aemon. Ich möchte ja eigentlich, dass Aemon und Ive eine Bindung bekommen. Die sollen doch ein Pärchen werden. Ich muss wieder in jede Ecke gucken. Ich bin einfach zu gerne ein Rollenspieler. Oh, drei! Auf einmal. Ach, die kriegen wir auch hin.
Und der kleine Gnat darf wieder anfangen. Wir gehen erstmal auf so einen kleinen Goblinier. Ich weiß gar nicht, ob die Verspottung was bei denen bringt. Verfehlt. Wo ist die Kugel? Verfehlt? Okay, da nicht verfehlt. So, der Aemon ist wieder dran. So, einer ist weg. Noch haben wir nicht die Fähigkeit, dann darf er einfach mal zuhauen. Aua, der kleine Gnat. Ach, sie hält. Ändert jetzt einfach mal die Haltung. Die Olea. Nicht immer auf die Kleinen gehen, das ist gemein. Nur weil ihr größer seid. Oh, kritisch. Ey, die kleine Ivory darf nie wieder in den Nahkampf gehen. Die wird nur Fernkämpferin. So, und dann gibt's nochmal einen schönen Kartoffelschuss. Jetzt gibt's ein Regen für alle. Dann gibt es eine schöne Kniesehne. Und damit ist der auch Geschichte. Und wir haben einen Levelausstieg. Bei Gnat und Olea. Bei Avery dauert das noch ein bisschen. Hier sind ja noch irgendwo welche. Ich höre sie. Ich höre sie. Was ist denn ein Wasserschuss? Den habe ich noch gar nicht gesehen. Ist der cool. Oh, der ist toll. Ach Gott, ich finde das Spiel einfach nur großartig. Oder war nicht so gut. Man hätte vielleicht mit Elektro angreifen müssen. Zwecks Wasser und Elektro, aber... Vielleicht denke ich schon wieder viel zu... wissenschaftlich. Also nein, ich berufe mich immer auf die ganzen physikalischen Gesetze. Wahrscheinlich ist das ein Fehler bei solchen Spielen. Wir werden gleich die Stufenaufstiege machen. Ich will nur kurz warten, bis Ivory denn auch einen hatte. Kann man hier irgendwas machen? Ich glaube nicht. Gehen wir mal weiter gucken. Oh, ich glaube, das könnte bei YouTube jetzt ganz schön dunkel werden hier drin. Ich hoffe, es ist dann nicht allzu schlimm für euch. Wenn, dann tut es mir natürlich wieder leid, obwohl ich solche Sachen ja nie sagen darf. Oh, können wir hier nicht weitergehen? Können wir jetzt hier weitergehen? Ja, wir können hier weitergehen. Wir hingen in den... Nennt man das denn? In den Schienenpest. Aber das war ein guter Angriff. Kartoffelschuss auf den da oben, bitte. Von dem ich wieder nicht die Lebensleiste sehen kann. Vielleicht seht ihr die ja. Ich sehe sie nicht. Wen müssen wir denn am meisten heilen? Die Olea. Dann werden wir mal die Olea heilen. Ach, Earthlock macht schon echt viel Spaß. Dieses Spiel macht echt Spaß. Bin total fasziniert davon. Bin so glücklich, dass ich es mir geholt habe. Den Wasserschuss will ich nochmal machen. Der ist weg. Und dann gibt es jetzt eine Lanze auf den. Dann sollte der auch weg sein. Ja. Und dann gibt es nochmal Regen auf sich selbst. Der kleine Gnat hat nämlich schon wieder echt gut Leben verloren. Ja, Ivory braucht dringend den Stufenaufstieg, weil sie noch so wenig Leben hat. Die Olea haut ganz gut rein. Also, dass wir sie auf Angriff skillen, ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ja, ich glaube, das wird noch nicht ganz bei ihr reichen. Bindung erhöht die beiden. Okay. Auch gut. Ein Liftgriff. Ah, wir haben den Liftgriff gefunden. Können wir die Kiste hier noch öffnen? Ein
Ein Wasserschuss, 25 Wasserschuss, ein Lore-Rad. Ah, sehr gut. Mal sehen, wofür wir das alles brauchen. Vielleicht ist das wieder so ein kleines Rätsel, so in der Art. Gehen wir jetzt mal raus. Das war ein süßer kleiner Dungeon. Finde ich gut. Ich finde das ganze Spiel gut. Ach genau, wir müssen ja achten. Wir warten noch, bis die Kleine fertig ist. Also bis die einen Stufenaufstieg hat, die Ivory. Und dann werden alle nochmal einen Stufenaufstieg haben. Voll durchgebrochen. War das richtig oder war das nicht so richtig? Mal sehen. Dann haben wir ja hier alles gesehen. Dann können wir da einmal zur Statue und einmal speichern. Das habe ich nämlich nach dem Gob-König noch nicht gemacht. Ja, doch schon wieder irgendwelche kleinen. Einmal Spiel speichern. Hätte mich mal überlegt, also ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ob man bei dem Spiel mehrere Spielstände anlegen kann. Weil das wäre auch voll das Spiel für meine kleine Schwester. Hier oben gibt es keine Spur von Taika. Wir müssen sie mit dem Aufzug runter in die Wüste geschafft haben. Sie müssen sie. Ja, keine Sorge, wir werden was. Oh, wer ist das denn? Ach, die geheimnisvolle Frau. Amon Barris, gebt uns das uralte Artefakt. Darren, genau so hieß sie. Was? Nein? Wir haben es gefunden. Was glaubt ihr, wer ihr seid? Es gehört den Rechtschaffenen der alten Idole. Ihr seid Naderianerin? Ihr habt kein Recht, einen Schatz aus Zavirum für euch zu beanspruchen. Die Feder der Eule wird sich gut darum... Genug geredet. Endlich ist jemand einer Meinung mit mir. Genug geredet. Verschwindet von hier. Ach, Olea. Mögen euch die Idole gnädig sein. Tötet sie. Oh, wir haben einen Kampf. Ein Zwischenkampf. Ach, ist das cool. Wir können das schaffen. Es wird ein harter Kampf werden, aber wir sind stark genug. Wenn wir es nicht schaffen, brauchen wir vielleicht eine andere Strategie. Oh nein, nicht schon wieder so ein Kampf. Oh Gott. Okay. Lasst es uns tun. Ich will mal hier den Speer-S aktivieren. Ach, Speer, ja. Dann machen wir mal einen Feuerfallenabwurf. Auf, ja. Okay, wir brauchen dringend gleich wieder unsere Verstärkung. Wir müssen Olea mal heilen. Aber wir haben ja noch genug Heiltränke, also eigentlich sollte das alles hier gehen. Dann gehen wir nochmal mit einem Feuerschuss drauf. Wen haben wir denn noch? Wie heißt der andere Typ denn? Seymour. Auf den gehen wir mal. Oh. 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 Der Kampf wird stark. Hilfe. Okay, dann gehen wir nochmal in den Veteran. Verspottung. Weiß nicht, ob der Wasserschuss was bringt. Oh ja, der bringt doch schon ordentlich was. Wir müssen uns selbst heilen, der kleine Gnat. Oh, oh, Olea. Nein, nicht auf Gnad. Oder auf wen hat er das gemacht? Sah so aus wie auf Gnad. Oh, oh. Wir müssen gleich mal ein paar... Oh, Olea ist down. Das heißt, wir werden jetzt jemanden einmal kurz wiederbeleben. Ich glaube, so wird der ganze Kampf ablaufen.
Geh mal bitte in den Fokus, in die Fokushaltung, Gnad. Wir werden mit Heiltränken heilen. Geschwindigkeitstausch ist auch, klingt auch interessant. Der ist schon mal down. Oh, oh, Aemon muss sich heilen. Eigentlich müsste sich Gnad auch heilen. Es müssten sich alle heilen. Aber mache ich nicht. Warum sollte ich? Ich will lieber Tote haben. Okay. Olea ist down. Die hat ganz schön viel Leben, die Gute. Ah, jetzt ist Aemon auserwählt. Weiter schön den Angriffsfokus an. Jetzt müssen wir jetzt eigentlich mal anfangen zu heilen. Das heißt, sie holt mal bitte die Olea wieder. Jetzt ist Aemon down. Jetzt sind fast alle down. Wir werden jetzt eine Runde heilen. Anders funktioniert das hier gerade nicht. Das ist auch eine kleine arrogante Ziege. Dann wird als nächstes Aemon wiederbelebt. Ah, guck mal, das macht die Ivory. Dann gibt es jetzt einmal eine Kniesehne. Macht Schuss. Ach, die Olea ist schon wieder down. Ich möchte einen Heiltrank lieber nehmen. Machen wir nochmal eine Kniesehne rauf. Oh, oh, nur noch Aemon ist am Leben. Nee, das wollte ich nicht. Mach mal auf die Ivory. Der Kampf wird echt kacke. Die bufft sich halt die ganze Zeit, was total kacke ist. Wir haben bald keine Wiederbelebungstränke mehr. Okay, wir haben es wieder nicht geschafft. Die Kämpfe sind ganz schön heftig, also wir machen hier gleich einfach einen Schnitt. Ich will nur sagen, dass die Kämpfe, die sind echt nicht ohne. Besonders, wenn man dann halt schon angekratzt ist vom Leben. Dann wird das ganz schön schwer. Ich weiß halt noch nicht, wie ich mit oder wie ich gegen sie kämpfe. Wir müssen sie ja irgendwie, wir müssen wieder so kämpfen, dass wir uns die ganze Zeit buffen. Mal sehen, wie das wird beim nächsten Mal. Ich sag schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge, wo wir uns dann nochmal der guten Dame zuwenden werden. Bis dann. Ciao, ciao.